Am 6. März erhielt ich die Erlaubnis zum Handel mit Brennholz im rechtsrheinischen Bayern. Im Grunde war es nur ein kleiner Notizbucheintrag. Niemand hätte es damals für möglich gehalten, dass 100 Jahre später aus einem Ein-Mann-Betrieb ein Unternehmen mit ca. 100 Standorten und rund 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden würde. Geiger, Ihr vielseitiger Partner. Doch langsam. Jetzt noch einmal von vorn. Alles begann mit einem Mann. Wilhelm Geiger. Geboren und aufgewachsen in Oberstdorf, kam ihm 1923 die Idee, Brennholz für die Menschen zu sägen und später auszuliefern. Schon bald spannte er dafür seinen ersten Mitarbeiter ein. Ein Pferd namens Hirsel. Die Geschäfte liefen gut und neben Holz stieg Geiger auch in den Kohlehandel ein. Er expandierte im Transportgeschäft und bot sogar Ausflugsfahrten an. Wegen der allgegenwärtig herrschenden Zerstörung des Zweiten Weltkrieges und dem damit verbundenen Wiederaufbau entschied sich Wilhelm Geiger schließlich, in den infrastrukturellen Sektor einzusteigen. Dies führte dazu, dass der Name Geiger seither unweigerlich mit dem Straßenbau in der Region in einem Atemzug genannt wird. 1950 investierte Geiger in einen modernen Omnibus und erhielt die Erlaubnis zum Miet- und Ausflugswagenverkehr mit einem Fahrzeug. Das war die Geburtsstunde von Geiger Reisen. Mitte der 60er Jahre baute Geiger ein eigenes Betonwerk im nahegelegenen Betzigau und entwickelte sich bald zum regionalen Marktführer im Bereich Transportbeton. Durch den Erwerb der ersten Produktionsstandorte machte Wilhelm Geiger nicht nur aus einem Ein-Mann-Betrieb ein regionales Unternehmen. Er bewies auch besonderes Gespür, indem er zum Holz mineralische Baustoffe wie Sand, Kies und Beton ergänzte. Damit hat er die ersten Grundsteine, den Grundstein für die nächste Generation gelegt. Nach dem Tod von Wilhelm übernahm 1968 seine Söhne Josef, Adolf und Pius das Unternehmen. Ob Kiesgrube, Kieswerk, Betonwerk oder Asphaltmischanlage. Der Name Geiger war zu diesem Zeitpunkt in der Baubranche fest etabliert. Es folgten erste Expansionen ins Ausland. Aber erstmal in kleinen Schritten, nämlich ins nur 15 Kilometer entfernte Kleinwalsertal. Der Erwerb des Standorts Herzmanns, damals noch eine reine Kiesgrube, gilt wohl als eine der wichtigsten Geschäftsentscheidungen. Hier in unserem Fall nach Herzmanns transportiert. Bis heute werden dort Rohstoffe gewonnen und der Standort als Gewerbegebiet weiterentwickelt. Auf der ehemaligen Kiesgrube entstanden über die letzten Jahrzehnte, nach mehreren unterschiedlichen Nutzungen, neue Bürogebäude. Für Geiger ist Herzmanns zu einem Projekt geworden, in dem man die 100 Jahre Entwicklung und Geschichte bis hin zu den neuen Bauformen und Technologien sowie Materialien erleben kann. Im Jahr 1976 schaffte es Geiger sogar in die Zeitschriften Stern und Bunte. Aufgrund des Diebstahls von zwei Geiger-Sattelschleppern begaben sich mehrere Familienmitglieder und Mitarbeiter auf die Suche nach dem gestohlenen Gut. Sie verfolgten mögliche Routen der Diebe quer durch Europa und legten dabei insgesamt 24.000 Kilometer mit Flugzeugen und PKWs zurück. Nach einigen Wochen wurden sie schließlich in der Nordtürkei fündig und brachten die nagelneuen Sattelschlepper zurück nach Oberstdorf. Schon bald darauf errichtete Geiger eine eigene Werkstatt in Sonthofen. Diese ermöglichte es, die firmeneigenen Fahrzeuge und Maschinen zu betreuen und instand zu halten. In den 90er Jahren stieg Geiger in die Umwelttechnik und ins Recycling ein und erwarb das Qualitätssiegel anerkannter Entsorgungsfachbetrieb. Auch die Expansion wurde fortgesetzt. Nach dem Ende der deutsch-deutschen Teilung erschloss Geiger den Markt in den neuen Bundesländern und gründete in Rumänien eine eigene Straßenbaufirma.
Heute arbeiten dort mehr als 600 Personen in mehreren Geschäftsfeldern. Rumänische Firma mit Gesellschafter und Kapital aus Deutschland und Österreich. Die zweite Generation übernahm somit den Tatendrang Wilhelms und etablierte Geiger als verlässlichen Partner mit einer Vielzahl an Geschäftsfeldern. Josef, Adolf und Pius entwickeln das Unternehmen aus der Region Allgäu weiter und schaffen einen geordneten Generationenübergang an ihre Söhne. Besonders freue ich mich, dass die Familie Geiger auch in der dritten Generation bereits eine Reihe von überbetrieblichen Aufgaben wahrnimmt. Neues Millennium, neue Generation. Johannes, Pius II und Josef II starteten durch und übernahmen die Position ihrer Väter. Der Einzug in das Verwaltungsgebäude in Oberstdorf zählte zu einem der Meilensteine in der Geschichte und symbolisiert bis heute Heimatverbundenheit und Modernität. Sie meisterten auch Krisen souverän und schufen bekannte Projekte wie den Bahnhof Oberstdorf oder das Wonnemar in Sonthofen. Vom Allgäu bis an die Küste Mecklenburgs finden Menschen in Wonnemar-Bädern, was Körper, Geist und Seele brauchen. In den 2000er Jahren wuchs das Geschäftsfeld Schlüsselfertigbau mit neuen Niederlassungen und auch der Tief- und Straßenbau florierte. Darüber hinaus boomten die Umwelttechnik und das Recycling. Außerdem beteiligte sich Geiger an der saarländischen Terrag-Gruppe und übernahm das Versatzbergwerk Grube Teutschenthal bei Halle. In den 2010er Jahren definierte Geiger seine Kernkompetenzen wie folgt: Wir liefern, bauen, sanieren und entsorgen für Kunden aus den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Umwelt. Im Rahmen dieser Expertise plante und realisierte Geiger ganze Wohnsiedlungen, wie beispielsweise das beeindruckende Bauprojekt am Illerbogen daheim, auf einer ehemaligen Industriebrache der Papierindustrie in Hegge bei Kempten. Mit insgesamt 115 Ketten, Reihen, Doppel- und Einfamilienhäusern sowie 60 Wohnungen stellte dieses Großprojekt das umfangreichste Bauvorhaben in der Unternehmensgeschichte dar. Langfristig, eigenständig, erfolgreich. Ein Ziel, das Geiger in der dritten Generation geprägt und bis heute nicht aus den Augen verloren hat. Ganz im Gegenteil, der Mut, neue Wege zu gehen und neue Marktchancen zu ergreifen, ohne dabei den Bezug zur Region und den dort lebenden Menschen zu verlieren, machen Geiger langfristig zum Vorreiter und Gestalter. Ab 2018 übernahm nun die vierte Generation die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Da stehen wir jetzt, wir drei, die vierte Generation. Josef III, Stefan und Pius III. Dafür nehmen wir euch mit auf eine Reise. Die vierte Generation setzte auf Altbewährtes und kehrte wieder zurück zum Holz. Geiger erkannte die große Chance im Holzsystembau und erweiterte sein Leistungsspektrum durch eine starke Partnerschaft mit Müller Blaustein, einem führenden und innovativen Holzbauunternehmen in Europa. Die letzten Jahre waren außerdem von Akquisitionen und Neugründungen geprägt. Geiger vergrößerte seine Marktpräsenz in den Bereichen des Abbruchs, der Schadstoffsanierung sowie der Entkernung und bietet inzwischen ganzheitliche Energieversorgungskonzepte für Immobilien. Gebäude werden heute mittels BIM und Lean Construction umgesetzt und durch Smart Building optimiert. Die jungen Gesellschafter der vierten Generation definieren in der Vision 2050 ihr Zielbild für die Zukunft. Im Jahr 2050 können wir stolz behaupten, wir sind das attraktivste Unternehmen für leidenschaftliche Menschen, die ihre Welt nachhaltig gestalten. Aus der Vision wurde eine neue Gruppenstrategie unter dem Motto „Wir schaffen die Kreislaufgesellschaft“ abgeleitet, deren Fokus auf der Optimierung des Lebenszyklus von Bauwerken, dem Schließen von kreislaufwirtschaftlichen Stoffströmen und der ganzheitlichen Nutzung von Grundstücken liegt. Ihr Uropa, ihre Großväter und auch Väter verfolgt die vierte Generation damit ein Ziel: das Unternehmen und die Welt ein Stück besser an die nächste Generation übergeben. Geiger!